Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guck mal her, wir machen jetzt mal. Machen jetzt mal einen Test, liebe Camper. Die haben alle geschrieben, der Kühlschrank steht ja immer in der Halle. Guck mal, 35 Grad. 35,9. Nur mal gucken, was so passiert. Komm mal rein. So, wir haben ein Auto vorne in der Halle. Der Kunde hat Probleme mit seiner Klimaanlage. Und hat er erzählt heute Morgen alles und dann habe ich gesagt, da muss er zu seinem Händler. Ja, da war er schon zweimal. Wisst ihr, was er für ein Problem hat? Komm, wir machen mal ein bisschen die Türe zu hier. Ich setze mich hier hin. Die Klimaanlage macht 9,8 Grad. Ist Maximum. Ne? Sebastian hat jetzt nochmal einen Einsteckfühler reingemacht, wo die Nadel länger ist und so weiter. Der Händler hat gesagt, das ist normal. Wenn eine Klimaanlage 9,6 Grad ausbläst, ist da was faul. Aber ganz gewaltig. Ne? Da hat die Firma angerufen. Können wir ja alles, ne? Ist normal in der Branche. Ist alles in Ordnung, ist so, Schnauze halten, fertig, bleibt so. Da habe ich heute Morgen zum Kunde gesagt, also eben, das Auto steht jetzt an der Wasserstation. Ich habe gesagt, hier ist was faul. Hier stimmt was nicht mit der Klimaanlage. Muss er sich selbst drum kümmern. Ich könnte gucken, müsste so vom Auto, gut, ist kein Schraderventil drin, kann man nicht abrufen. Ganz altes, gammeliges Kältemittel drin, ist ja kein R32 drin. So, jetzt habe ich das bei mir mal gemacht heute. Ich bin ja immer sofort. Ja, schon, das sind Zahlen. Siehst du das ordentlich? Ja. 5,1 Grad. Und ich glaube, der geht noch tiefer. Die läuft jetzt 15 Minuten, habe ich nur mal so zum Test gemacht. So, wir brauchen aber jetzt so ein Thermometer. Wir ziehen das hier raus. Ich habe was vor. Weil ich tue den Campern jetzt einen Gefallen. Viele haben recht, weil der Kühlschrank in der Halle steht. So, die Klimaanlage mache ich jetzt erstmal aus. Da haben sie auch schön mit der Drehzahl für uns was gemacht. Aus, Bums, Ende, Schluss. So, schau mal hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir treffen uns nämlich gleich. Pascal, guck mal, wir haben jetzt 10 vor 2. Ne? Ja. So. Oh, ich will mal was ausprobieren. Oh. Stellen wir jetzt im Kühlschrank. Dauert jetzt einen Moment. Ne? Das dauert jetzt. Legen wir den mal dahin. Ich will nur mal gucken. Ich habe warmes Wasser aus dem Wasserkran genommen. Siehst du das schön scharf? Soll ich mal so ein bisschen so halten? 26 Grad. So, Pascal, das muss mir mal ein bisschen helfen hier. So, ich stelle das jetzt mal hier rein. Ah, dann müssen wir jetzt gucken, dass der da drin bleibt. Ne? Alles da rein. So. Mal gucken, warte mal, ich mache jetzt mal hier einen Knoten rein. So, siehst du? So, der kann hier draußen bleiben. So, ne, warte mal, pass auf, geht jetzt weiter. Jetzt geht das weiter. Was wir jetzt machen, das Video nennen wir, spinnt der denn jetzt total? Ich sage euch auch gleich, warum. Alles warme Plörre. So. Das ist alles warm. Du kannst dir vorstellen, der Kühlschrank muss dem Produkt jetzt die Wärme entziehen. So. So. Fühl mal. Ja, 40 Grad. Die sind aus meinem Go-Kart. Hier, pass mal auf, wir halten hier den Sensor drauf. Musst du bei YouTube alles machen, sonst hast du verloren. Das dauert jetzt einen Moment. Die lange voll in der Sonne, die Dinger. Aber die sind ja echt warm, richtig warm. 21 Grad. Ja, das springt jetzt hoch, die haben bestimmt 30 Grad. Aber ihr seht, dass die Dinger, seht ihr hier, klatsche warm sind. Die gehen bestimmt, dauert immer die Sprünge, die der macht. Ne? Warten wir mal noch einen Moment. Da, seht ihr, wir sind schon 25, egal. Was wollen wir jetzt?
weil der Kühlschrank immer nur eine halbe Stunde. Oh, guck mal, die warm sind. Fühl mal, fühl mal. Das ist, was ich jetzt mache, ist ein Extremtest. Extremer kann man es nicht. So, was machen wir jetzt? Dann können die ganzen Camper sehen. Vor laufender Kamera, was hat der gemacht? Start. Der zeichnet jetzt auf. Guck mal unser Glas. Guck mal unsere Flüssigkeit im Glas. Warm. So. Und voll. Habe ich Start gedrückt? Na, siehst du? Rekord. So, jetzt kommt es hier. Maschine Start. 22, 19. Super Frost ist an, super Kühlen ist an. So, und jetzt geht die Post ab. Aber jetzt zeige ich euch ganz was ich jetzt gemacht habe. Jetzt sagen die, jetzt spinnt der total. So extrem kann man keinen Kühlschrank mehr testen. Im Reisemobil. Alles vor laufender Kamera. Mit Auslesen. Ey. Jetzt pass mal auf, was ich gemacht habe. Pass auf, 36 Grad Außentemperatur wird ja morgen und übermorgen noch schlimmer. Schau mal, damit der Luft kriegt, der Kühlschrank. Ich habe das gemacht, dass der viel Luft kriegt. Du verstehst. Ne? Warum lachst du denn so? Das ist, damit die Luft da rein kann. So. Können wir mal. Guck mal, das habe ich den ganzen Tag reingeschoben. Können wir gleich mal gucken. So, lass mal am Boden liegen. So, jetzt haben wir genau 2 Uhr. Und jetzt machen wir die Türe zu. Und wir treffen uns jetzt um 4:30. Sollen wir machen? 4:30. Dann bin ich mal gespannt. Entweder ist die ganze Scheiße warm. Das ist ein noch ein stärkeren Test kann man nicht mehr machen. Und der Wohnmobil hat sich jetzt richtig aufgeheizt noch. Und die stehen jetzt im eigenen Saft, die Kompressoren. So, jetzt wollen wir mal gucken. Leistung, Leistung, Leistung und nochmals Leistung. Das war meine Philosophie. Und um 4:30, weil wir lesen ja die Datenlogger aus. Dann sehen wir ja, was passiert. So, dann würde ich sagen, bis um 4:30. Okay? So, guck mal hier. 48 Grad hier. Die Sonne, ja, da knallt jetzt heute. Da soll morgen noch viel schlimmer werden. So, jetzt gehen wir mal rein. Wir haben ja gesagt, 2,5 Stunden. Jetzt denken natürlich viele, Pascal, hier habe ich auch noch mal gemacht, dass ihr das seht. Ich hatte gerade 4,7 Grad Ausblastemperatur. Eine Klimaanlage, die 9 macht, 9,6 ist nicht in Ordnung. Das habe ich extra noch mal gemacht. So, das Ding können wir ausmachen. Habe ich extra noch mal. Das braucht ja nur 10 Minuten. Ja, 4,8, 4,7, 5,2. So pendelt die. So. Minus 18, 3 Grad. So, jetzt ist es ja so. Wir haben ja gesagt, vor laufender Kamera. 2 Uhr, jetzt gleich haben wir 4:30. Aber erzählen kann man ja viel, ne? Wir haben ja 2 Datenlogger reingelegt. So, die schauen wir uns jetzt mal an. Ja gut, das macht keiner so einen Test. Das ist 2 Grad. Das ist ein Test unter, ja, bescheuert und zugeklebt. Ja. Zweieinhalb Stunden. Unter Last macht kein Mensch. So, jetzt gehen wir mal hin, Import starten. Boah, ich bin so nass geschwitzt und habe auch keine Lust mehr heute, echt. So, müsst ihr euch mal vorstellen, unter Last, das geht eigentlich gar nicht. Der Forster hätte noch 10 Minuten, Viertelstunde gebraucht und dann nach ist der Regelbereich. So, jetzt schaut euch das mal an hier. Schaut euch das mal an. So, jetzt gucken wir mal hier. Guck mal, genau wie wir gesagt haben. 13.59 Uhr, 26,4 Grad. So, machen wir mal eine Stunde, machen wir mal 14.59 Uhr. Mal gucken hier.
Machen wir mal nach einer Stunde. Nach einer Stunde 6,7 Grad. Ja. Überlegt euch da mal. Nach einer Stunde 6,7 Grad. Wir schauen mal, wo wir hingekommen sind. 6,1. Ich habe den ja runtergestellt. Schaut euch mal an. Ich habe den ganz runtergestellt. Guck mal hier. Schaut mal. 0,2 Grad. Hier. Um 16.26 Uhr. Guck mal hier auf der Uhr. Hat der Kühlschrank 0 Grad. Ja? Unter Last. Wir gehen jetzt noch mal zum Auto. Na? Der Forster hat, glaube ich, minus 14 gehabt. Mit die ganzen Dinger da rein. Das ist unglaublich. Das kann kein normaler Kühlschrank, geht nicht. Egal ob Haushalt, das geht nicht. Warum? 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 Durch den Riesenverdampfer hier, wo die eiskalte Luft dran vorbeifährt. Ne? Ey, das ist doch nicht normal, Kinders. Nach einer Stunde schon 6 Grad. Jetzt gehen wir mal gleich gucken im Produkt. So, müssen wir den mal. Ne, das ist ja der Forster. Das ist ja der Forster. So. So, müssen wir erstmal gucken jetzt hier. Auswerten haben wir. Einstellung, Gerät. So, Status. So. Messung stoppen. So. Jetzt müssen wir mal hier drauf gehen. Jetzt muss ich erstmal das Gerät wiederfinden. In einer Stunde macht der Kühlschrank unter Last. Guck mal hier. Glaubt uns kein Mensch. Guck mal hier. Guck mal. Minus 10, 11, 12, minus 13, minus 13, 3, 13, 8, 14, 1, 14, 2. Guck mal. Da haben wir ihn rausgenommen. Hätten noch 20 Minuten, ist der da. Unter Last. Viele verstehen das nicht. Darum sage ich das viermal. Der Kühlschrank und hinten zugeklebt. Das kann ich jetzt mal aufmachen. Es wird jetzt kochend heiß sein. Wir gucken jetzt mal im Produkt die Flüssigkeit. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist schon, naja, das ist... Oh, das ist aber gut heiß, du. Boah, hab die Hand drauf, ey. So, ich habe hier das Gitter abgenommen. Ja, das sind die Kabel hier vom Kühlschrank. Hier haben wir die schön sauber im Rohr gelegt. Siehst du hier, hier kommen die runter. Das ist so vom alles gemacht. Das sind die Steuerleitungen. Das sind noch alte Kabel, die ich nicht abreißen wollte. Boah. Halt mal da drauf, beim Finger. Ne, mit dem Finger da drauf, auf das Rohr. Ja, das ist so, das muss ich jetzt im Sommer auch ab, aber lasse ich erstmal drauf. So, komm, gehen wir mal rein. So. Die Flüssigkeit. Ist das normal? Eiskalt. Das ja. Hey Camper, guckt euch das mal an, ist beschlagen. Das ist ein Monster. Der Kühlschrank ist ein Monster. Soll ich noch mal reinhalten? Du weißt doch in YouTube, die sagen, das ist, war nicht echt. Kennst du das? Immer. Das ist doch nicht normal. Das ist so unglaublich.
Ja, fahr mal mit dem Kühlschrank nach Spanien oder Kroatien. 3,2 Grad. Boah, pack mal bitte an, bitte. Das ist eiskalt. Ja. Also von 26 Grad. Von 0,29 ist er sogar noch gesprungen. Von 26 Grad warmes Wasser, 26,8, war das in einer Stunde im Medium auf 6. Das ist wirklich der Kühlschrank. Das ist ja, und hier seht ihr bitte, da ist mein Kühlschrank drin. Den habe ich heute Morgen eingebaut. Schau mal, das ist es überhaupt hier. Ne? Das, wenn du guckst, das ist das. Zeigt gar nicht, darum brauchen die gar nicht sehen, wie man eine Mikrowelle einbaut. Lass mal laufen. Und dann, guck mal, der stand auf 2, da geht der auch, weil so wenig drin ist, geht der bis 0 Grad. Ne? 5 Grad, minus 20, mal minus 19 ist er gleich da. Schaltet jetzt alles aus, die Maschinen sind so heiß. Wie ist sowas möglich? Es wird kein Kühlschrank schaffen. Niemals. Niemals. Nicht in der Zeit. Großen Anteil ist natürlich die Umluft. Ja? Ihr müsst nochmal 26 Grad, 26,8 hat das Glas mit Wasser gehabt. Das Glas hat nach 2 Stunden etwas über 2 Grad. Ne? Und der Froster minus 15, 14,9, 14,8. Unter Last. Was habe ich da reingepackt? Der muss gegen die Last kämpfen. Ne? Leerwehr. So, jetzt habt ihr alle mal gesehen, wenn es richtig warm ist und das wird noch wesentlich wärmer, ist das natürlich eine Schau. Und wenn du den jetzt nicht brauchst und du möchtest den gar nicht nutzen als Forster, weil du zu viele andere Produkte mitnimmst, machst du hier einen Kühlschrank raus. Geht auch. Ja, gut, da muss man auch ab und zu mal die Wände trocknen, ist klar, weil ein Rundrumverdampfer ist und der soll nur 5 Grad plus machen. Aber bei mir hat es gut funktioniert. Mich stört das auch nicht, wenn ich mal mit dem Lappen durchgehen muss. Ne? Oder da sagt einer, der muss alle 3 Wochen oder 4 Wochen, dann muss er den abtauen. Ist ja normal. Du machst die Türe auf, geht da warme Luft rein. Meine Güte, da habe ich im Sommer habe ich das Zeug aus dem anderen Kompressorkühlschrank, habe ich das hier hingelegt, alles tief gefroren. Da habe ich so einen Eiskratzer. Habe ich alles geschabt an der Wand, einmal mit dem Lappen durch, fertig. Habe ich wieder reingepackt. Die sind alle so kompliziert, echt so unglaublich kompliziert sind viele. Dann ist es halt so. Aber das mit den Griffen, was sagst du dazu? Das ist schon echt schick. Das ist mal eine Front, ne? Das ist mal eine Front. Und hier, sage ich jetzt auch früh genug, wenn du jetzt hier mit dem Lappen drüber gehst, kann sein, dass du den Kühlschrank ausschaltest. Das müsst ihr immer vorsichtig sein. Das ist ein Touch. Schau mal, ich mache nur einmal berühren. Mehr habe ich nicht gemacht. Piep. Nicht drauf rumdrücken, das ist ein richtiges Touch-Display. Ne? Und ich bin auch gefahren, seht ihr hier, mit Vollost, was ich jetzt gar nicht mehr brauche. Super Frost, super Kühlung aus, jetzt fährt die Kältemaschine runter. Ja, ich kann den jetzt im Sleep-Mode versetzen hier. So, jetzt ist er im Sleep-Mode. Hörst du noch was? Das sehe ich auch nicht. Ja, wie gesagt, das ist schon... Wirklich, ich wollte einen Kühlschrank bauen. Ich kenne die Probleme im Markt. Und 230 Volt Kühlschrank, okay. Was sollen die Hersteller denn machen? Die Hersteller haben doch reagiert. Die machen doch irgendwo trotzdem noch alles richtig. Gut, ist nicht mein Ding. Es muss ein ordentlicher 12 Volt Kühlschrank funktionieren. Da haben andere ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die haben gesagt, hier, hau mal rein und das wird funktionieren für wirklich, wirklich viel Geld. Das waren Kühlschränke, die kosten 2.800, 2.900 Euro. Der Kühlschrank ist ja 300 Euro teurer. Ja? Da muss man sich mal überlegen, der hat die zweite Kältemaschine, der Kühlschrank hat Umluft. Ja? Der hat einen Touch, ne? Der hat Türrahmenheizung, der hat Licht im Frost. Ach, und was weiß ich nicht alle. Aber wie gesagt, niemals da brutal drauf rumdrücken. Das sage ich jetzt mal im Video. Ne? Nur berühren. Einmal nur berühren. Mehr braucht man nicht machen. Und wenn man mit dem Lappen hier drüber geht, aufpassen, ob man ihn nicht ausgeschaltet hat. Kannst mit dem Lappen drüber gehen, aber dann gucken, ob er auch an ist. So, siehst du? So sieht das aus. Oh, ich lasse den laufen. Mach den gar nicht aus.
So, lass den mal laufen. So. Ja, liebe Camper, jetzt habt ihr mal gesehen, wozu dieser Kühlschrank fähig ist. Ne? Ihr habt das jetzt mal vor laufender Kamera gesehen, mit Datenlogger. Mit Datenlogger und unter Last. Leer ist der in einer halben Stunde da. Aber der musste jetzt, ihr müsst immer bedenken, wenn da, was ist da dann Flüssigkeit, 4-7 Liter mit den kleinen Flaschen, 4 große, glaube ich, 5 große, 6-7 Liter, du musst dem Produkt die Wärme entziehen. Die Flaschen waren alle 25 Grad, die standen im Wohnmobil auf, weil wir haben den ja heute Morgen eingebaut und heute Morgen haben wir das rausgepackt. Irgendwann um 10 hat der Jannik die da oben draufgestellt und dann haben wir die jetzt mal alle unter die warmen Flaschen reingetan. Aber seht ihr mal, was der Kühlschrank für eine unglaubliche Leistung hat. Das habt ihr jetzt, glaube ich, gesehen. Darum habe ich immer gemacht, ne? Video vor laufender Kamera. Oder wie nennen wir das? Ne? Also wisst ihr mal Bescheid. Ne? So sieht's aus, liebe Camper. Daumen hoch. Genießt das schöne Wetter. Macht euch gemütlich. Geht gleich eine Runde schwimmen zu Hause. So sieht aus. Und Daumen hoch.